Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Heute nochmal ohne Cam, aber ja, und wie ihr seht, ich stehe in Bera. Warum stehe ich denn in Bera? Ich habe mein Inventar ein bisschen aufgeräumt. Wie man sieht, ich habe ein bisschen mehr Platz jetzt für das eine oder andere. Das heißt, ich kann auch zur Abwechslung mal wieder nicht hier, sondern hier das Teil anschalten. Habe ich auch schon gemacht, sehr schön. Ja, legen wir los. Es ist jetzt nicht unendlich viel Platz geworden, aber es ist Platz geworden, immerhin. So, die Quests lassen wir erstmal husten noch aus und werden erstmal loslegen. Der Julian hat übrigens gefragt, ob ich heute Zeit hätte. Also heute jetzt, wo ich aufnehme. Ja, eigentlich schon, aber nur eine halbe, also Viertelstunde und den Rest der Zeit brauche ich ja zum Rendern. Denn Mittelschicht und so, ihr wisst schon, das ist immer ein bisschen bescheiden. Ja, und deswegen werde ich wohl oder übel alleine hier durch die Gegend ziehen. Ist aber kein Problem, wird schon werden. Übrigens, rollenmäßig hergestellt habe ich jetzt nichts großartig. Ich habe aber noch ein bisschen was rübergenommen, wie ihr seht, ein paar T4-Rollen. Weil ich hatte davon noch was übrig. Schwierig wird es halt bei den nächsten Rollen, weil ja für eine Sache oder für mehrere Sachen diverse Sachen nicht mehr da sind. Zum Beispiel hier festes Leder, Bestienzahn. Bestienzähne kriege ich, glaube ich, noch so hier halbwegs hin. Da sind ja dann diese beschworenes Bestienleder. Ja, beschworener Bestienzahn. Also da muss ich dann nur runterschreddern. Das müsste eigentlich machbar sein. Beschworener Bestienkämpfer Schweif. Da sieht's eng aus, denn ich habe keine Schweife. So, und ja, solche Rollen wird also ein bisschen kritisch werden. Deswegen werde ich versuchen, natürlich keine Dingensrollen draufzulegen. Auch hier brauche ich, glaube ich, die Schweife, ne? Ja, genau. Deswegen werde ich versuchen, nur solche Rollen draufzulegen und bei dem Rest muss ich halt gucken. Und die kann man dummerweise auch nicht kaufen. Das ist so ziemlich das Einzige, was du nicht kaufen kannst, außer von den Sammelsachen, die du so besorgen kannst. Und das ist halt unglaublich beschissen, weil, naja, ich wüsste jetzt auch nicht auf die Schnelle, wo ich das herkriegen sollte. Das Problem hierbei, wir sind natürlich hier in, naja, in der Welt unterwegs, in Anführungsstrichen. Muss mal ganz kurz hier einfach mal gucken, ob ich überhaupt, ob hier auch was drin ist. Dann nehme ich nämlich jeden mit, der auf dem Weg steht. Hallo? Der will nicht. Na gut. Diesmal lag es aber wohl hoffentlich nicht daran, dass er Dingens, weil anklicken konnte ich ihn ja. Der Julia hat mir auch erklärt, woran das lag, dass ich das letzte Mal nicht konnte. Denn während ich wahrscheinlich noch irgendwas aufgemacht habe, habe ich versucht, mal auf Pferdchen zu gehen. Und wenn ich da auf Pferdchen gehe, dann kann es passieren, dass ja, das Ganze hängt und ich erst wieder entweder die Karte verlassen muss oder ja, reloggen muss. So wie ich es halt auch gemacht habe. Hat ja funktioniert. Das heißt, es wird, da ich mich ja kenne, durchaus noch öfters vorkommen. Ja, sorry, ist so. So, wie gesagt, mit dem Julian, beziehungsweise gegebenenfalls auch mit jenigen, welchen, dessen Namen ich hier vergessen habe, aber ich habe ja der auch noch auf Discord, kann ich ja mal anschreiben wegen Droppies und sowas. Und dann gucke ich mal, ob nächste Woche, da habe ich ja Urlaub, ich vielleicht ein bisschen was anderes noch und ein bisschen mehr hinkriege. Vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. So, ich hoffe aber ganz stark, damit das zumindest ein bisschen was. Ein, zwei Tage sind schon verplant, aber ein bisschen was würde ich auch. Und ich würde auch gerne mal wieder privat zocken, das wäre richtig toll. So. Aber immer eins nach dem anderen. So, erstmal die Kahal-Schlucht. Denn so ist ja die Schlucht. Voller Schluchtenscheißer. und wir gehen selbstverständlich wieder ans Werk und werden uns den ein oder anderen Busch und Baum vom Holze hauen oder so ähnlich. So, erledigt. Zwei Holz. Drei Holz. Halloween ist übrigens auch drauf, das Patch habt ihr ja gesehen. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich es ausgelassen. Gegebenenfalls, wenn ich es irgendwie hinkriege, mache ich dort dieses Jahr mal wieder mit. Aber einfach nur zur Abwechslung und sowas. Wird sich jetzt nicht großartig was geändert haben, denke ich mal. Aber man kann ja mal gucken. Bin gespannt. Ich weiß auch nicht, was es da als Belohnung gibt dieses Mal. Da waren ja immer ganz schöne Sachen dabei. Ich glaube, Teil davon habe ich immer noch. Habe ich noch gar nicht aktiviert. Und ja, ist auch nicht schlecht. So. Hopp. Nächster her, dieselbe Dame. Und hepp. Und ihr könnt mir ja mal sagen, wo man die Bestienkämpfer-Schweife oder das Gegenstück dazu herbekommt. Ich habe im Inventar, wenn ich jetzt mal gucke hier, ich habe ja noch ein bisschen Zeugs einstecken hier. Diese beschworenen Bestienzähne sind es natürlich nicht. Nö. Das sind nur die ja, größere Version halt. Ich weiß es nicht, was es ist. Ist egal. Scheiß drauf.
Im Notfall, wie gesagt, wenn ich halt keine Rollen mehr habe und keine mehr herkriege, dann ist es halt so. Ich habe jetzt nicht vor, mich hier irgendwie zu irgendwas zu zwingen. Oh, ich habe übrigens gemerkt, ja. Entschuldigung, Leute, ich weiß nicht, wie viele ich jetzt gesammelt habe, ohne es zu merken, aber so ist es halt. Gerade am Anfang einer Folge, ja, ja. So. Ach, heute ist noch viel zu tun. Ich muss, wie gesagt, diese Folge rendern und so weiter und so fort. Ich wollte eigentlich noch Herr der Ringe 2 Folgen aufnehmen, werde ich aber heute nicht schaffen. Ich muss nämlich noch für die Black Desert Folge von gestern die Beschreibung einstellen. Das habe ich nämlich absolut verpeilt. Und naja, das wird und wurde oder muss morgen oder heute oder überhaupt noch gemacht werden. Aus jedem Grunde wird es auch so geschehen, logischerweise. Warum stehen die vorm Tor? Hat die jemand angetriggert? So. Okay. So. Google Assistant, geh mal raus. Keiner hat dich gerufen. Ja. Unter dem Rock von Nick Fury. Haha. So. Okay, wir haben wieder 5. Und können eiskalt weiterrennen. Hier die 2 noch mitnehmen. Und dann sehen wir ebenfalls weiter. 9. Also 5 auf 9 wäre schön, wenn. Wir haben jetzt 7. Also es fehlen noch der eine oder andere. Ja, so ist das aber halt. Es geht vorwärts, wenn auch langsam. Apropos langsam. Langsam nervt auch die Geschichte mit dem Brexit. Das geht ja momentan hin und her. Ja, wir haben einen Deal. Nee, wir haben keinen Deal. Ja, wir haben einen Deal. Nee, wir haben keinen Deal. Das nehme ich nicht an. Ja, ich habe. Ja, und hast du nicht gesehen? Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, die sollten das Ding so weit verschieben, also die Briten eben, die sollten das Ding so weit verschieben und dann nochmal ein extra Referendum machen dafür. Übrigens, ich war wahrscheinlich etwas schnell, deswegen ja, dürfte nicht mehr viel da gewesen sein, deswegen nehme ich den extra Baum noch mit. Hopp. Okay. Gucken wir mal, ob das hier langsam respawnt. Die Tatsache, dass ich halt so viel eingesammelt habe, ohne abzugeben, das könnte schon hinzukommen, dass das hier ein bisschen länger dauert. So, okay. Naja, jedenfalls, wie gesagt, dieser Brexit, no deal, deal, no deal, es geht, ich weiß nicht, es geht einem auf den Sack. Es belastet ja nicht nur einen nervlich, sondern halt im Prinzip auch die Wirtschaft, muss man ja so sagen. Weil solange die Wirtschaft nicht weiß, woran sie denn jetzt ist, wird das natürlich zu einer Konjunkturschwäche führen, die halt momentan da ist. Das ist schlecht für alle, die arbeiten gehen, denn, ja, wie gesagt, für alle Betriebe, im Prinzip ist das für alle schlecht, denn eine schlechte Wirtschaft heißt automatisch auch immer wieder weniger Geld in der Tasche und weniger Geld in der Tasche heißt denn heutzutage, das ist schlecht. So, Punkt. Ich glaube, da brauche ich nicht viel mehr zu erwähnen, das ist halt so. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch so liegt und aussieht. Vom Finanziellen her, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht der Höchstverdiener, ich bin nicht unzufrieden, aber ich bin halt jetzt auch nicht wirklich zufrieden mit dem, was ich habe. Ich weiß, dass ich halt in den alten Bundesländern ungefähr das Doppelte von dem bekommen könnte für den Job, den ich mache, als ich hier habe, aber wie gesagt, ich dafür müsste ich meine Heimat verlassen und das käme für mich nicht in Frage. Deswegen, wie gesagt, kann man auch sagen, bin ich ja teilweise selber schuld an dem, was ich verdiene. Wobei aber auch ich schon vor einer Weile gesagt habe, na gut, okay, ich könnte mich auch hier, mir hier auch hier was Neues suchen. Wir liegen von der Firma her so Mittelmaß, denke ich mal. Das heißt, es ist noch Luft nach oben. Und ja, 1-2 Euro mehr wäre natürlich auch nicht schlecht. Allerdings, solange es nicht nötig ist, weil, wie gesagt, man hat sich halt an die Firma gewöhnt, ist schon eine ganze Weile hier, hat viele Freiheiten, die man teilweise in anderen Firmen eben nicht hat oder sich erst wieder erarbeiten muss und so weiter und so fort. Deswegen ist das halt so eine Frage, will man denn unbedingt wechseln? Ich bin jemand, der immer gesagt hat, ja, solange meine Firma treu zu mir ist, habe ich kein Problem damit, auch meiner Firma treu zu bleiben. Und naja, bis jetzt hat das ja auch gut geklappt. Die Frage ist natürlich, ob das dann auch so weitergeht und wie gesagt, was zur Treue dazu gehört. Das heißt ja nicht nur, ja, du musst mir Geld geben und ich gebe dir Arbeit oder ich gebe dir was zu tun.
Nein, da gehört ja auch ein bisschen was dazu, dass man sich von meiner Seite her mit der Firma identifiziert und die Firmenleitung selber auch mal sagt, ja, hier, guck mal hier, ihr seid das, Dankeschön dafür. Da kommt halt zu Weihnachten manchmal eine Kleinigkeit, aber es ist jetzt nichts, was die Welt in Atem hält. Gerade für besonderen Einsatz oder sowas, gut, hatte ich auch schon was bekommen. Allerdings, das war ein richtig besonderer Einsatz. Da hatte ich ja, wie gesagt, letzten Endes, da musste ich ja was machen. Da hatte ich mich aber auch gefreut und ich erinnere mich auch immer noch gerne dran. Mittlerweile ist aber, wie gesagt, ein anderer Werkleiter da, an dem das jetzt nicht direkt liegt, aber halt die Geschäftsführung selber aus Düsseldorf, das ist ja unser Hauptsitz, hat beschlossen, ja, hier, dieses ist, wir machen das und das und das. Zum Beispiel gab es halt für 10 Jahre Mitgliedschaft in der Firma oder sowas oder für 20 Jahre oder hast du nicht gesehen, da gab es eine Kleinigkeit. Am Anfang, als ich angefangen habe, gab es dann einen Präsentkorb. Jo, dieser Präsentkorb wurde dann irgendwann mal durch ein paar hundert Euro ersetzt, wo ich gesagt habe, ja, okay, nehme ich auch mit. Aber dieser Ersatz ist etwa 2 Monate, bevor ich wieder dran gewesen wäre mit meinem 20-Jährigen, ist ja gestrichen worden. Ja, das habe ich nicht vergessen. Und offensichtlich auch viele andere nicht, denn bei der letzten Besprechung, ich habe ja davon erzählt, dass es halt das eine oder andere Problemchen oder wir alle das eine oder andere Problemchen bei uns auf der Arbeit sehen. Wir haben halt nicht vergessen, dass es eben auch das war. Ganz offensichtlich, denn es wurde mehrfach erwähnt, dass man schon allein daran sieht, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn nicht mal so eine Kleinigkeit für die Leute da ist, alle 10 Jahre mal 100 Euro oder sowas, oder von mir aus 200 oder 300 Euro. Mage is my name. Ah, alles klar. Schwierig. M-G-I-M-N-M. Nee, hätte ja sein können, dass das irgendwie was noch ergibt. Aber Mage ist mein Leben, hat Level 20 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Da freue ich mich ganz besonders, denn ich habe auch schon Level 20 erreicht. Das hat verdammt gut gepasst mit der Musik gerade im Hintergrund. Ja, ich habe nicht nur Level 20 erreicht, sondern Level 120, 124, um es genau zu sein. Ich freue mich schon auf die 125, aber wir werden da bis dahin wohl noch ein bisschen hier kämpfen müssen. Was wir aber auch tun werden, logischerweise. Also, was ich übrigens entdeckt habe, ich habe noch verdammt viele T4-Tränke auf meinem Mage liegen. Der freut sich sicher darüber, dass ich noch verdammt viele T4-Tränke habe, denn mit jedem T4-Trank bin ich ein wenig mehr an T4-Tränken dran oder so ähnlich. Nee, mit jedem T4-Trank, den ich noch habe, der brauche ich kein Bauen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe natürlich jede Menge Rohstoffe, außer für Rollen, zumindest für bestimmte Rollen, wo ich halt auch nichts zukaufen kann und so weiter und so fort. Da hört es dann allmählich auf. Alles andere hier sammeln und sowas und so Art, das wäre im Prinzip kein Problem. Könnte ich hier nebenbei mitmachen, aber wie gesagt, ohne diese Bestienkämpfer-Schweine Schweife brauche ich fast gar nicht anfangen. Denn diese Bestienkämpfer-Schweine sind nicht unnütz und so und überhaupt. So, okay. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ist halt so. Jetzt geht er mal weg. So. Jupp. Na toll, du Typ. Wegen dir habe ich abgebrochen. Ach komm her. Jetzt, der geht mir gerade so auf den Keks. Jetzt muss ich mal wieder einen Mob schlagen. Komm. Ja, wir werden heute auch mal jemanden ermorden. Und zwar den Wolf. So, juhu! Haben schon 2 Wölfe für die neue Quest. Natürlich, wie gesagt, mit einem, wie heißt denn das, mit Robbys würde das hier schon noch deutlich besser funktionieren. Aber, hätte Fahrradkette, wie es so schön heißt. Wie es läuft. So, nichtsdestotrotz sind wir ja gar nicht mal toll. Aha. Vermutlich bin ich, während ich, war ich noch im Absteigemodus, als ich hier gedrückt habe. Das heißt, ich muss da ein bisschen langsamer machen. Aber ich habe ja gesagt, das passiert nochmal und dann ist das halt so und sowieso. Na gut. So sei es. Wir reloggen nochmal kurz. Ich glaube, ich mache noch eine Quest fertig. Je mehr wir schaffen, desto mehr schaffen wir. Es sei denn natürlich, es gibt wieder Serververbindungsprobleme. Ah, doch, okay.
Wollte gerade sagen, hat doch verdächtig lang gedauert. Und vor dem Reeler gab es ja wohl gestern auch schon so Probleme. Ich weiß nicht, ob da dauerhaft jetzt schon noch was auftaucht und sowas in der Art. Aber wie gesagt, diese Problemchen zu lösen, wäre natürlich eine tolle Sache. So, L, die Quest haben wir fertig. Und geben sie natürlich noch ab. So, so. Und so. Und annehmen. Ich mach mal noch hier alles, was an Holz hier rumsteht, nehme ich noch mit weg. Und dann werde ich mich in aller Ruhe, ja, in den Feierabend, naja, eigentlich nicht, ich habe ja Fintelschicht, ich muss dann erst noch, aber zumindest in den Aufnahmefeierabend für heute verabschieden. Muss dann noch den Rest hier erledigen und dann, ja, das eine oder andere. Ich muss auch mal, ja, mit der Katze, das nicht das Katzenklo, ich muss heute den Katzenbrunnen, wir haben ja so einen Katzenbrunnen, wo das Wasser immer ein bisschen fließt und so weiter, aber der muss auch mal sauber gemacht werden und das ist heute dran. Aus diesem Grunde, ja, muss ich auch da nochmal, ja, interagieren mit den Sachen, muss einen neuen Katzenbrunnen craften, sozusagen einen sauberen. wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.